Das ist jetzt der zweite Teil. Aus irgendwelchen Gründen ist mal wieder das, ja, das Video hat aufgehört und es war ein Stopp drin. Deswegen jetzt hier geht's weiter. Bitte den ersten Teil schauen. Ja, es ist hier die zweite Hälfte jetzt. Ja, so, also, wie gesagt, angenommen, derjenige hat jetzt. Du hast etwas, was du ihm geben kannst, ja, wovon er profitieren kann. Das kann zum einen sein, dass er sagt, hör mal, kannst du mich da unterstützen? Kannst du mir irgendwie, vielleicht arbeitest du in einer Behörde und du kannst ihm dann Papiere, Informationen rausgeben, womit er profitieren kann. Also hier ist jemand, ist irgendwas, wo er versucht, dich irgendwo mit einzubeziehen. Hier ist jemand nicht ganz ehrlich, nicht so, ne, der versucht hintenrum irgendwie da etwas zu machen. Du wirst es wissen, ja? Jetzt habe ich natürlich hier die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist hier, ist die Person, die ist schon sehr, sehr klar geworden. Hier geht es darum, du hast nicht mehr diesen, wie sagt man, diesen rosarote Brille auf Blick. Du hast hier schon verstanden, was er möchte, hast deine Gefühle nach innen ein bisschen gezogen, hast sie so ein bisschen verriegelt und gesagt, okay, stopp mal. Das, was der hier vorhat, das habe ich schon verstanden. Ja, und du bist jetzt sehr vorsichtig, weil du hast vieles zu geben. Du bist eine sehr klare Person. Dein Leben ist auch sehr geradlinig und klar, auch sehr rein in dem, was du tust. Und er profitiert natürlich sehr stark davon. Und wenn er natürlich hier auch noch ein bisschen so von hinten kommt und versucht, irgendwie was zu tun, das hast du mittlerweile gemerkt und hast dir gesagt, nee, 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 mein Freund. Also jetzt muss ich erstmal ein bisschen für mich schauen. Du hast deine Gefühle so ein bisschen nach hinten. Du bist ein bisschen kalt geworden. Und deswegen auch, das eine ist, sich Nein zu sagen zu einer Sache und das andere ist aber, seine Gefühle hier zu verschließen. Ja? Und das heißt, du musst diesen Switch finden zwischen deine Gefühle, die du an sich in dir hast, wertzuschätzen, aber auch sie dann nicht zu jemandem in den Rachen zu werfen. Ja? Und ich habe jetzt hier eine, ja, eine Transformation. Hier wird jetzt etwas auf der Ebene deines Gegenübers wird jetzt hier etwas passieren. Das heißt, in dem Moment, wo du hier seine Sachen durchschaust, versteht er und versucht er, die Dinge für sich selbst zu klären. Und hier kommt ein Umbruch, hier kommt eine Veränderung, hier kommt ein Neubeginn. Etwas, was vorher hier so, er hat erkannt, mit der mache ich es nicht. Sie ist eine sehr kostbare Person. Sie weiß, was sie tut. Ja, und auch in dem Moment, wenn du deine Gefühle für dich wertschätzt und an dem Punkt bleibst, wo du bist in deiner Energie, ja, versteht er, dass das nicht gut war, was er getan hat. Ne? So, und da gibt es hier eine Veränderung. Das heißt, jemand wird sich verändern. So, jetzt möchte ich gerne wissen, aufgrund der Veränderung, was wird denn hier in Zukunft sein? Also was wird denn nach dieser Veränderung kommen? Oder was hat diese Veränderung noch zu sagen hier? Noch eine Information bitte nach dem Turm. Was darf ich hier, was kommt da nach dem Turm? Nachdem er sich verändert hat, nachdem eine Transformation stattgefunden hat. Da haben wir sie. Ja. Haben wir die Herrscherin? Das heißt, du bist für ihn nach dieser Transformation die Person, die nicht nur die Königin der Schwerter ist, sondern direkt die Herrscherin ist. Das heißt, er sieht dich als absolut wertvollen Teil in seinem Leben. Und er sieht auch, dass du
Weißt, was du bist, weißt, wer du bist und wie dein Leben oder wie du Leben schenken kannst. Du hast alles unter Kontrolle. Durch dich wächst alles, durch dich fällt alles, ja, und durch dich stirbt alles. Also du bist die Herrscherin, die ganz klar weiß, ich gebe dir so viel Meter, ich gebe dir so viel Meter, aber auch die natürlich dann die Gefühle wertgeschätzt hat, ja. Dadurch, dass du deine Gefühle wertschätzt und für dich auch in deiner Energie bleibst, wirst du zur Herrscherin für ihn. Er wird erkennen, wer du bist. Und dadurch kommt dieser Umbruch und du bist für ihn die Herrscherin. Sehr gute Karten. Also er muss erstmal in den Umbruch kommen. Er muss verstehen, dass das, was er gemacht hat hier, nämlich von hinten rum so ein bisschen zu versuchen, dich da zu manipulieren, dass du so da reingehst, um ihm zu helfen, dieses Leben, was er so unbedingt haben will, zu geben. Und dann muss er verstehen, dass er das eher alleine machen muss und dass du dir deiner Person, deinen Gefühlen und all dem treu bist und dich wertschätzt und auch zu stolz bist, dich auf gewisse Dinge einzulassen, die in deinem Leben gar nicht sein sollen, die du gar nicht möchtest. Und dementsprechend, ja, wird er sich in den Umbruch begeben, dann wird der Neustart kommen und er wird dich erkennen, wie du wirklich bist, wer du bist und das wirst du dann auch für ihn sein. Ja, das war's. Meine Legung ist jetzt zu Ende und ja, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, was passiert ist mit dem Video, aber wir haben es ja noch geschafft, das weiter. Weil ich lösche kein Video, ihr Lieben. Sollte irgendetwas sein und auf einmal passiert da irgendwas, bin ich die Erste, die trotzdem einen zweiten Teil macht, weil ich das sehr wichtig finde, weil diese Energie sollte ankommen bei dir und nicht nochmal etwas Neues mischen. Okay? Das war's für heute. Bis dann. Tschüss.